Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörer des Podcasts, wir befinden uns heute im dritten Thema des Quartals über die Psalmen. Die Psalmen sind eine Ansammlung von Liedern und wir wollen eintauchen in einige von ihnen heute und herausarbeiten, warum Gott anbetungswürdig ist. Bevor wir das machen, darf ich meine Gesprächsgäste vorstellen. Zu meiner Rechten sitzen Esther und Agnessa, zu meiner Linken Jonathan und Rebecca und ich bin Carsten. Wir wollen gemeinsam beten, bevor wir dann in das Wort Gottes einsteigen. Lieber Vater im Himmel, als Christen beten wir häufig. Das Gotteslob kommt aber manches Mal zu kurz. Vielleicht fehlt uns manchmal die Sprache, vielleicht sind wir ganz viel mit uns beschäftigt, mit unseren Anliegen. Lass uns lernen, wie wir dich und dein Wesen besser erkennen und dann auch so davon erfüllt sein können, dass wir einfach gar nicht anders können, als es ja, zu sagen, was uns bewegt und vielleicht auch anfangen zu singen. Danke dafür, dass du der Gott bist, der hoch zu loben ist. Dich wollen wir preisen im Namen Jesu. Amen. Ja, bevor wir in einen Psalm einsteigen, würde mich von euch mal interessieren, wie geht es denn euch so mit dem Teil des Gotteslobes in eurem Gebetsleben? Ja, welchen Raum bekommt Gotteslob? Was hilft euch dabei? Welche Erfahrungen habt ihr da so schon gemacht diesbezüglich? Also für mich ist das Loben eigentlich erst ein paar Jahre sehr aktuell. Vorher war es eher das Danken. Danken für etwas, was er tut, aber Loben für wie er ist, also dafür eigentlich den Lob ausdrücken, war etwas ganz Neues für mich. Ja. Also damit bin ich nicht aufgewachsen. Bei mir kam das auch mit einem Kurs, den ich noch als Theologiestudent hier belegt hatte. Da hat unser Dozent uns ermutigt, im Rahmen des Kurses rauszugehen in die Natur. Und eigentlich im Prinzip, wenn, dann nur das Wort Gottes mitzunehmen, auf dem Handy oder eben auch so, und einfach mal ruhig zu werden und wahrzunehmen. Und im Zuge dessen hatte ich gar nicht so sehr die Anbetung bei mir im Kopf. Aber was ich gemerkt habe, ist, als ich dann öfters unten am Inn saß, weil das eben so im nächstgelegenen Bereich ist, wo ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad hin konnte, kam dieses Beobachten, was Gott geschaffen hat und daraufhin einfach ihn loben, fast schon reflexartig, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil ich eigentlich nur ihn hören wollte. Und dann kam einfach dieses Wow. Also ich habe es überhaupt nicht irgendwie mit Vögeln oder so, aber als ich dann die verschiedenen Vögel da gesehen habe, dachte ich mir, das ist mindestens faszinierend. Und dann ist es irgendwie in mir entstanden. Als eine ganz natürliche Reaktion. Ja, ja, ich habe es nicht gesucht, aber es kam dann. Interessant, ja. Man muss sich die Zeit halt zum Innehalten nehmen. Das ist das, was bei mir momentan zu kurz kommt. Bei mir ist Lob eigentlich hauptsächlich auf den Gesang in der Gemeinde beschränkt. Also ich habe jetzt wirklich überlegt, aber da ist es stark. Die Loblieder, die mich dann auch ganz erfüllen. Aber so persönlich muss wieder mehr mich an einen See setzen. Oder so. Ja, gut, dass wir miteinander reden. Ne? Wir tauschen uns aus. Und, genau, es sind für uns selber, aber vielleicht auch für unsere Zuschauer, Zuhörer hoffentlich gute Anregungen auch dabei, so im Laufe des Gesprächs. Richtig, ja. Also ich glaube, meistens beinhalten die Gebete doch weniger Danksagungen und Lob als Bitten. Ja, man hat ja so viele Bitten vorzubringen und nicht nur, sage ich jetzt mal, eigensüchtige Anliegen, sondern man betet ja auch für andere, man macht für andere Fürbitte. Und so wie Esther das auch sagt, also mir fehlt momentan auch so ein bisschen die Zeit zum Runterkommen und man ist so in so einer Tretmühle drin und eilt von einem zum nächsten und da kommen die Sachen zu kurz. Aber wobei, wenn du jetzt abends unterwegs bist, also in der Dämmerung, da sieht man manchmal so einen wunderschönen Sonnenuntergang und da muss man einfach sagen, lieber Gott, das ist Wahnsinn, was du gemacht hast und die Erde ist so degradiert, es gibt so viel Schlimmes drumherum, es ist so sündvoll, es ist so kaputt und trotzdem ist es so wunderschön.
Trotz allem, ja. Immer noch, ja, genau. So viel Schönheit, überraschende Schönheit, verschwenderische Schönheit, ja, jeder Regenbogen ist ein Kunstwerk und dennoch so, ja, einfach jetzt da und dann gleich wieder weg. Das passiert ständig, ja. Also wir müssen es aufnehmen, wahrnehmen. Vielleicht, ich sage euch schon so, welche Frage so ganz zum Schluss kommt, auch für euch als Zuschauer, ja. Ich werde so die Frage haben, wie, wenn du ein Lied über Gott schreiben würdest, wie würdest du Gott besingen? Ja, vielleicht manchmal sollten wir in unserer Andacht uns nicht nur Zeit nehmen, kognitiv einen biblischen Text zu durchdringen, sondern auch mal künstlerisch tätig zu werden und ein Lied zu schreiben. Menschen der Bibel haben es getan. Ja? Deswegen haben wir diese Sammlung von 150 Psalmen. Ja? Und wir wollen heute einfach mal einige davon etwas anschauen. Ich lade euch ein, eure Bibel aufzuschlagen und Psalm 8 zu lesen. Es sind nur 10 Verse und deswegen denke ich, wir lesen diesen Psalm Davids komplett. Esther, würdest du den lesen mal mit uns? Psalm 8. Psalm 8. Mhm. Ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Dankeschön. Ja, dieser Psalm wird eben eingerahmt durch diesen begeisternden Ausruf. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Was veranlasst jetzt den David zu diesem begeisterten Statement? Ich glaube, ein Teil war, ich weiß nicht, wann es in seinem Leben war, dass er abends, nachts draußen sitzt und dann den Sternenhimmel über sich sieht. Gerade so in Vers 4 scheint das ja durch, wo er quasi hier in diesem Lied laut denkt, sich das anschaut und sich denkt, wie kann es sein, jetzt in meinen Worten zusammengefasst, wenn du alles gemacht hast, was dort oben ist, das ist unglaublich groß. Wie kann es sein, dass du Nummer 1 mich als Menschen siehst und Nummer 2 dich dann auch noch kümmerst? So, das sind so quasi die Gedanken, die einfach durch dieses Anschauen in die anscheinend entsprungen sind. Oh, das ist hier eindeutig. Es geht hier um die Schöpfung. Gott als Schöpfer wird gelobt und David erkennt das an, was Gott gemacht hat, dass es was Außergewöhnliches ist, dass es keine gleiche oder ähnliche Schöpfung gibt. Keiner hat eine ähnliche Schöpferkraft. Und ich war vergangenen Sommer relativ häufig in den Bergen. Und so geht es mir immer, wenn ich in den Bergen dann bin, den Gipfel erklimme, ich komme mir so wahnsinnig klein vor. Und du siehst halt die Weite und du siehst das Panorama und denkst dir, es geht immer noch weiter und weiter und weiter. Und da muss ich immer an das Lied denken, großer Gott. Und dann denke ich mir, das ist ja Wahnsinn, dass du dich um mich kümmerst. Und es gibt Milliarden Menschen auf der Welt und du hörst jedes einzelne Gebet und du kümmerst dich, dir tut das Herz um jeden Einzelnen weh. Und das ist einfach unbegreiflich, wie groß Gott ist. Ja, genau. Das wird in der Schöpfung deutlich, egal ob es die Berge sind oder eben auch die Himmelskörper. Wir wissen heute ja noch viel mehr als die Menschen der Bibel in der damaligen Zeit. Und dadurch wird eigentlich dieses Wunder noch mal viel größer. Ja, durch die ganze komplexe Forschung und Wissenschaft, die betrieben wird, wenn wir uns da rein vertiefen, ja, dann können wir immer mehr staunen auch. Diese unendliche Größe des Universums. Ja. Gott hält das Universum wie einen Tennisball in der Hand und trotzdem hat er Interesse an mir und an dir. Ja, was ist das denn? Ja.
Also faszinierend. Jetzt sind wir Menschen ja oftmals so in dieser Pendelbewegung drin, dass wir auf der einen Seite entweder uns total bedeutungslos fühlen, als ein Nichts, als ein Staubkorn. Auf der anderen Seite, dass wir uns als das Maß aller Dinge betrachten. Ja, wir sind so der Nabel der Welt, die Wichtigsten. Wie kommen wir denn jetzt zu so einer gesunden Ausgewogenheit, ja, zwischen Bedeutungslosigkeit und Hybris? Ich denke, die Ausgewogenheit liegt darin, dass man sieht, welchen Wert Gott einem gibt. Weil das sagt er ja auch. Er sagt ja, was ist denn der Mensch, dass du ins Dich seiner gedenkst? Wo er dann schon ein bisschen dran zweifelt, der Mensch ist ja nichts wert. Und dann sieht er aber gleichzeitig, aber du denkst an ihn. Und ich glaube, das ist es, was eigentlich dann Wert gibt. Ja? Also der Mensch wird wertvoll, weil Gott an ihn denkt. Ah. Weil ich in den Gedanken Gottes meinen festen Platz habe, deswegen habe ich Wert. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, glaube ich, den wir hier festhalten. Mhm. Und wenn man dann an den Vers 6 weitergeht, man, in Vers 5 redet er von, wieso gedenkst du des Menschen? Und dann, wir sind ein bisschen niedriger gemacht als die Engel. Wenn man sich das überlegt, ja. Und dass Gott den Menschen zum Herrscher über sein eigenes Werk gesetzt hat. Also sich bedeutungslos fühlen, haben wir eigentlich gar kein Recht darauf. Mhm. Mhm. Und dann gleichzeitig auch so dieses, ist das vereinfachtes Bild, aber ein Stück weit diese Schöpfung, die er uns gegeben hat, ist ein bisschen wie ein Mietwagen, der mir anvertraut wird. Ich habe dafür Verantwortung, wenn ich mich im Straßenverkehr bewege. Ich kann damit sinnvolle Dinge machen, mich und andere von A nach B bringen. Aber gleichzeitig ist es nicht mein Wagen, sodass ich den irgendwie grundlos in die hohen Drehzahlen jage oder sonst wohin in den Verkehr reinzimmer. Also dieses, er hat mir was anvertraut, aber weil er mir sagt, hey, das ist meins, ich gebe es dir, viel Spaß damit, weiß ich aber gleichzeitig, das ist ja nicht meins. Und dann hofft Gott hier auf eine Reaktion, dass sie sagt, oh, ich habe Respekt davor. Das ist so ein bisschen dieses Einsortieren, was er hier macht mit anderen Geschöpfen. Wir kommen hier auch mit drin vor. So, wir sind alle Geschöpfe, wie andere Dinge, die nicht lebendig sind, wenn es jetzt Sterne sind oder eben auch Lebendiges. Und dann gibt er mir aber gleichzeitig diesen Wert, genau in der Mitte des Psalms. Also so Richtung beide Extreme ist da so wie so ein Puffer eingebaut. Ja, und ich denke, also das kennen wir im Alltag auch, Kinder, Jugendliche, die fühlen sich sehr geehrt, wenn man ihnen Verantwortung übergibt. Und das ist ja hier auch, ja, Gott gibt den Menschen Verantwortung über die ganzen Tiere, also die ganze Schöpfung eigentlich. Und da wächst auch das Selbstwert dann. Nicht, weil man so gut ist, aber einfach, weil man die Verantwortung auch hat. Ja. Eigentlich bist du nur Staubkorn von deiner Größe her, objektiv betrachtet. Aber ich gebe dir Verantwortung. Ja? Du bist wichtig für mich. Ja? Du bekommst hier eine Leitungsaufgabe anvertraut, weil ich dich als wert erachte. Ja, und beides ist wichtig, um beides zu sehen. Ja? Ich bin nicht alleine der große Krösus, aber auf der anderen Seite bin ich eben auch kein Nichts und kein Niemand. Ja? Welche Prophylaxe hier, ja, gegen Depression, die ja auch drinsteckt und vieles andere. Ja? Was bedeutet es euch denn ganz persönlich? Ja? Ich frage mal ganz persönlich, dass ihr fest daran glaubt, dass Gott euch geschaffen hat. Was bedeutet das für euch? Bei mir vor meinem inneren Auge ist gerade so eine Kletterwand aufgepoppt. Und wenn ich mein Leben und meine Umgebung, das, was der David hier in seinem Psalm macht, auch anschaue, dann gibt es da so viele Dinge. Und dann frage ich mich, wo soll ich mich einordnen? Und wenn ich jetzt Gott rausrechne, dann habe ich einige Fragen, die ich in meinem Leben erlebe. Vorstellungen von Moral bis hin zu Liebe. Aber wenn da nichts ist, dann ist das wie eine Kletterwand ohne Griffe. Dann hänge ich da irgendwie in der Luft, sprichwörtlich. Aber mir persönlich gibt es Halt. Wie so ein Klettergriff. Ich habe irgendwie so ein Koordinatensystem. Ich sehe da meinen Wert, ich sehe, woher ich komme. Und dass ich gewollt bin, das macht bei mir den großen Unterschied. Ich habe Wurzeln. Ja, schon. Genau. Selbst wenn vielleicht in meiner Familiengeschichte manches verworren sein mag und auch nicht so toll, aber ich weiß, wo ich letztendlich herkomme. Ja, mein eigentlicher Ursprung. Und es gibt mir einen festen Halt. Mhm. Ich denke auch, wir vergleichen uns so schnell mit anderen. Und da fühlen wir uns dann entweder schlechter oder besser. Aber hier, Gott gibt das gar nicht als Grundlage. Ja. Es ist eigentlich wirklich nur die Schöpfung. Und
Das ist, glaube ich, auch das, wo man dann einfach auf das zurückgreift und sagt, boah, ich bin jetzt nicht besser oder schlechter als andere. Und man kann andere dann auch ganz anders sehen und ganz anders annehmen. Mhm. Also es gibt nicht nur mir persönlich, sondern auch meinem Umfeld einen ganz anderen Wert. Mhm. Auch diese, was du sagst, nicht mit anderen sich zu vergleichen, also nicht horizontal den Wert, zu, was wir ja machen. Wir machen ja immer nur horizontal den Wert, unseren eigenen, sieht man bei Jugendlichen ganz stark. Ja. Was denken die anderen, wie viele Likes bekomme ich, was bin ich für die anderen? Und das ist hier überhaupt kein Thema. Es geht wirklich nur um das Vertikale. Ich habe dich und ich habe dir eine riesige Verantwortung gegeben, sagt Gott zu uns. Also ich habe diesen Psalm 5-mal lesen müssen, weil ich es nicht glauben konnte, dass mit diesem ihn im Vers 6 der Mensch gemeint ist, weil ich mir meint er den Himmel oder nein, er meint wirklich den Menschen hier, ja. Wir sind nur wenig niedriger als die Engel, wir haben diese Verantwortung und was es mit uns macht, du hast vorher gefragt, was macht es mit uns, dieses Wissen, das Gott uns geschaffen hat und auch diese Verantwortung gegeben hat, es macht mich sehr, sehr staunend. Also es ist für mich unglaublich. Ja. Ich denke mir das auch oft in Bezug auf meine Kinder oder so, wenn ich sie anschaue und ich denke, ich habe jetzt diese Verantwortung für diese Kinder von Gott bekommen und fühle mich oft so unzulänglich und das ist einfach krass. Und diese Verse machen das auch so stark bei mir. Ich glaube, da kann Ehrfurcht entstehen. Ja, genau. Vielleicht ein Gefühl, was ganz selten Platz hat in unserem schnellen Leben. Aber wenn ich mir das wirklich so auf der Zunge zergehen lasse, ja, dann entsteht diese Ehrfurcht. Ja. Wer bin ich? Wer ist Gott? Und ich kann darin Ruhe und Frieden finden, dieses Geborgensein in Gott. Ja, ganz fantastisch. Wir schauen uns mal ein zweites Lied an noch, wo ein anderer Aspekt von Gott noch betont wird, und zwar dem Psalm 97. Joni, könntest du den vielleicht mal mit uns lesen? Mhm. Psalm 97. Der Herr ist König, es jauchze die Erde, es sollen sich freuen die vielen Inseln. Gewölk und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Feuer geht vor ihm her und verzehrt seine Bedränger ringsum. Seine Blitze erleuchten die Welt. Die Erde sah es und bebte. Die Berge zerschmolzen wie Wachs vor dem Herrn der ganzen Erde. Der Himmel verkündete seine Gerechtigkeit und alle Völker sahen seine Herrlichkeit. Schämen müssen sich alle Verehrer eines Götterbildes, die sich der Götzen rühmen. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Zion hörte es und freute sich, und es jauchzten die Töchter Judas wegen deiner Gerechte, Herr. Wenn du, Herr, denn du, Herr, bist der Höchste über die ganze Erde. Du bist sehr erhaben über alle Götter, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Er bewahrt die Seelen seiner Getreuen, aus der Hand der Gottlosen errettet er sie. Licht ist dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Freut euch, ihr Gerechten im Herrn, und preist seinen heiligen Namen. Ja, danke schön. Auch hier wieder spannenderweise gibt es so einen Aspekt, der am Anfang und am Schluss erwähnt wird, auch noch einmal in der Mitte. Das ist so diese Freude, die dreimal vorkommt. Das sind wie so drei Säulen der Freude, die hier aufgestellt sind in diesem Psalm. Und die Frage ist auch wieder, warum? Ja, wie wird Gott hier beschrieben in diesem Lied? Was ist es, was hier im Psalmisten so diesen Grund der Freude auslöst? Ich denke, der erste Aspekt ist, dass der Herr König ist. Mhm. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo die meisten Leute unzufrieden mit ihrem Präsidenten oder was auch immer sie in ihren Ländern haben, sind. Und da ist es aber ganz besonders, wenn dann der Herr König ist, wenn man weiß, es steht ja dann auch weiter, der gerecht richtet und so weiter. Ja. Also das gibt so eine Sicherheit, wenn du weißt, an oberster Stelle ist Gott. Und das ist schon mal ein Grund, warum alle sich freuen dürfen. Ne? Gott ist König. Ja. Mhm. Hier wird Gott als sehr mächtig dargestellt und dass ihm keiner gleich ist. Ja? Da werden auch die Götzen angesprochen, die nichtig sind vor ihm und die gar nichts bringen können. Und da werden wieder die Schöpfungselemente mit aufgegriffen, die Berge werden erwähnt und dass die Berge, die so gewaltig sind, vor ihm wie Wachs zergehen.
Ja, also wenn man sich so eine Kerze vorstellt, die dann schmilzt, also das ist ja butterweich alles, ja. Und was muss Gott für eine Macht haben? Wie gewaltig muss das sein, dass es, und seine Blitze und alles, das ist, also das macht Gott extrem gewaltig. Und das ist sehr tröstend, dass Gott gerecht ist und dass ich nicht für mich selbst kämpfen muss und um Gerechtigkeit willen da für mich irgendwelche Sachen aushandeln muss, sondern dass Gott das machen wird. Meine einzige Aufgabe ist, sich vom Bösen fernzuhalten, wie es in Vers 10 steht. Mhm. Ganz genau. Ne? Das ist der einzige Appell, der hier vorkommt, spannenderweise. Ja? Mhm. Gott hat alles andere im Griff als der König. Ja? Ich muss mich auf die Seite, seine Seite stellen. Mir ist das gerade aufgefallen, wo ich euch zugehört habe, dass in der Reihenfolge dessen, wie der Psalmschreiber hier die einzelnen Elemente seines Liedes aneinanderreiht, der Vers 10, also Mitte Vers 10, der Ausspruch, er bewahrt die Seelen seiner Getreuen, also in meiner Übersetzung hier, diese Zusicherung, dass Gott auf mich aufpassen kann und es auch tut, dass das quasi angereiht ist, nachdem Gott in seiner Größe beschrieben wird. Das macht für mich so den Eindruck, wenn ich das nach vorne gemacht hat, wird es auch wirken. Aber für jemanden, der sich denkt, okay, wie ist denn dieser Gott eigentlich? Kann er das eigentlich, was er mir hier zusagt? Schauen wir mal. Aber vorher gibt es diese ganzen Beweise, dass selbst die härtesten Dinge, Berge, Gestein, wenn Gott will, kein Hindernis sind. Also dann wird der Berg halt umgezogen oder zerschmolzen, wenn der irgendwie im Weg sein sollte. Und nachdem ich das alles lese, komme ich dann zu dieser Aussage in Vers 10. Und für mich zumindest, der das Lied jetzt nicht hört, aber hier liest, denke ich mir, ah, okay, so einer ist das, der mir gerade zusagt, dass er mich bewahren kann. Also das macht bei mir einfach Vertrauen. Wenn er das schon hinkriegen sollte, okay, dann bin ich da echt sicher. Und bei mir ist es, also das ist sogar noch, geht es für mich weiter. Er bewahrt nicht nur dich, sondern der Vers geht weiter und rettet sie auch aus der Hand der Gottlosen. Mhm. Ja? Also der bewahrt dich nicht nur, damit dir nichts passiert. Und naja, gut, wenn es dir passiert ist, dann hast du halt Pech gehabt. Nein, er kann dich tatsächlich auch herausretten. Egal, ob das jetzt selbst verschuldet ist oder was auch immer. Ja? Wir gehen ja nicht immer die Wege, die Gott für uns vorgesehen hat. Er rettet sie, also die Getreuen, aus der Hand der Gottlosen. An der Stelle, ich habe noch ein bisschen eine schwierige Frage vielleicht jetzt an euch. Jetzt haben wir ja zwar festgestellt, Gott ist König, er ist mächtig, er greift ein, aber wie geht er jetzt mit dieser Spannung um, dass wir trotzdem in einer Welt leben, in der es gerade im Moment immer mehr so aussieht, als ob der Stärkere Recht hat, der sich durchsetzt. Ja, und Gott greift halt nicht ein, ja, und die Könige und die Mächtigen machen, was sie wollen. Wie geht er mit dieser Spannung um? Ja, wenn wir jetzt diesen Psalm lesen und jetzt auch gerade gesagt haben, ja, Gott sorgt dafür und er ergreift Partei und rettet auch die Schwachen. Manchmal sehen wir das aber so wenig in unserem Alltag. Was macht er damit? Vielleicht löst das nicht immer hier, sondern auf der anderen Ebene. Aber das ist halt schwierig. Aber in der Situation ist es schwer. Genau. Ja, ja, richtig. Aber eben, ja, das sehen wir bei Leuten in der Bibel, wie Gott oft Dinge gelöst hat. Das war nicht unbedingt, dass er, ich meine, der David, der ist wie viele Jahre herumgelaufen und vor dem Saul und Gott hat es nicht beendet. Lange nicht. Und dann eben schon, aber ja. Hm. Das ist vielleicht ein bisschen plakativ gesagt, dass Gott letzten Endes für Gerechtigkeit sorgen wird. Ja. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was uns da helfen kann, wenn wir so viel Ungerechtigkeit sehen, wenn wir all die Kriege sehen. Und selbstverständlich sterben dort auch Menschen, die Gott lieben. Ja. Nur wir sehen den Plan Gottes nicht. Und vielleicht ist es für den Menschen besser, dass er jetzt stirbt, als wenn er noch Zeit gehabt hätte in seinem Leben. Man weiß ja nicht, welche Entscheidungen er getroffen hätte. Und wenn man sich die Geschichten der Märtyrer durchliest, ist es für mich immer so faszinierend, wie kann das sein, dass ein Mensch auf dem Scheiterhaufen so einen inneren Frieden hat, dass er singen kann. Ja? Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Gott immer Sachen löst. Ja? Aber nicht nach unserem Zeitplan
und B, nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Gott sieht alles gleichzeitig und er hat einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sachen wie wir. Und deswegen löst er die Probleme auch nicht so, wie wir sie gerne gelöst haben wollen würden. Und das heißt aber trotzdem nicht, dass sie nicht gelöst sind. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, erstmal festzuhalten, wie ist Gott? Ist er vertrauenswürdig? Ist er mächtig? Ja, er ist es. Das wird hier ganz deutlich. Und dann sehen wir auch in der Geschichte, ja, dass es solche Beispiele eben gibt, wo das auch nicht immer gleich passiert ist. Ja, aber zu einem späteren Zeitpunkt, jetzt in unserem eigenen Leben, können wir nicht einfach 10 oder 20 Jahre nach vorne spulen. Ja, aber das konnten Josef oder David oder wer auch immer hier, ob er konnten das auch nicht. Ja. Und wir sehen aber eine Rückperspektive, wie Gott für Gerechtigkeit gesorgt hat. Wenn er es damals gemacht hat, kann er es bei uns heute auch. Ja? Das brauchen wir vielleicht auch, um vertrauen zu können, auch in solchen Situationen, wo wir halt jetzt noch am Warten sind. Ja? Und es halt nicht so passiert, wie wir uns das vorstellen. Krass sind halt die Geschichten, wo es über die Lebenszeit von Menschen hinausgeht, weil all die Märtyrer waren nicht dabei, als Gott das Problem gelöst hat. Nicht mehr. Und das ist schon heftig. Genau. Deswegen gibt es ja in der Offenbarung dann auch so eben dieses Bild, dass die Seelen halt am Altar unten dann halt die Gerechtigkeit auch einfordern und sagen, ja, wie lange richtest du nicht? Ja? Das Gericht ist auch unser nächster Aspekt. Ein Lied schaffen wir noch, Psalm 75. Ja, auch ein ganz wichtiger Aspekt vom Wesen Gottes oder seine Funktion. Also wir haben Gottes als Schöpfer angeschaut, als König. Und jetzt im Psalm 75 kommt dann noch ein weiterer Aspekt. Agnessa, würdest du das bitte mit uns lesen? Ein Psalmlied von Asaf. Wir danken dir, o Gott, wir danken dir, denn nahe ist dein Name. Man verkündet deinen Wundertaten. Wenn ich finde, dass die Zeit da ist, so werde ich recht richten. Mag die Erde wanken und alle ihre Bewohner. Ich habe ihre Säulen festgestellt. Ich sprach zu den Übermütigen, seid nicht übermütig, und zu den Gottlosen, erhebt nicht das Horn. Erhebt euer Horn nicht hoch, redet nicht mit frech emporgerecktem Hals. Denn weder von Osten noch von Westen, auch nicht von der Wüste her kommt Erhöhung, sondern Gott ist der Richter. Den einen erniedrigt, den anderen erhöht er. Denn ein Becher ist in der Hand des Herrn. Gefüllt mit schäumendem Würzwein, davon schenkt er ein. Sogar seine Hefen müssen schlürfen und trinken, alle Gottlosen auf Erden. Ich aber will es ewig verkünden. Dem Gott Jakobs will ich Lob singen, und alle Hörner der Gottlosen will ich abhauen. Aber die Hörner des Gerechten sollen erhöht werden. Dankeschön. Worauf setzt Asaf jetzt hier in diesem Psalm seine Hoffnung? In einer Welt, in der eben nicht alles gut ist. Auf Gott, ja. Auf Gott, der einmal richten wird. Mhm. Also da wird der Aspekt des Richters ganz stark betont. Mhm. Gott ist nicht nur der König, ja, Gott ist eben auch der Richter. Ja. Ich finde ab Vers 3 das so bezeichnend, dass er auch sagt, wenn ich finde, dass die Zeit da ist, so werde ich richten. Also nicht meine Zeit, sondern Gott bestimmt, wann die Zeit dafür gekommen ist, zum Richten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite spricht er auch gleichzeitig eine Warnung an die Menschen aus und sagt, erhebt euch nicht, erhebt euer Horn nicht. Horn steht ja für Macht. Genau, pocht nicht auf eure Gewalt, sagt genau. Luther hier. Ne? Genau. Mhm. Und das ist auch eine gewisse Warnung. Auch wenn ich langmütig und geduldig bin, auch wenn du das Gefühl manchmal hast, ach ja, da passiert ja nichts. Überspann den Bogen nicht. Es wird kommen. Wir betonen ja gerne, dass so diese positiven Eigenschaften von Gott, dass er eben Schöpfer, Erlöser ist, ja, oder auch wiederkommender König. Ja, dieses Richtersein erlebe ich manchmal so ein bisschen ambivalent, ja, bei uns gläubigen Menschen, ja, wo wir einfach immer dann wieder denken, okay. Aber spannend ist ja, in diesem ganz prominenten Text für uns, in Offenbarung 14, das ewige Evangelium, ist dieser Aspekt der erste, der betont wird.
dass Gott eben Richter ist. Ja, das ist so das Erste, was hier Teil des Evangeliums ist, in dieser Botschaft der drei Engel. Wie können wir das denn noch mehr rausstreichen, ja, dieses Evangelium des Gerichtsgottes, ja, dass Gott auch der Richter ist? Eine gute, eine positive, eine wichtige Botschaft, eine frohmachende. Mir hat es geholfen, als ich das für mich so zum ersten Mal selbst in der Bibel entdeckt habe, herauszufinden, wer eigentlich die Position des Anklägers hat. Weil ganz oft habe ich das Problem selber erlebt und auch bei anderen beobachtet, zumindest geschlussgefolgert, dass Gott als Richter dann gleichzeitig festgesetzt wurde, der klagt mich jetzt ja auch noch an. Ja, wenn mich Gott schon als Richter anklagte, was habe ich dann noch für eine Chance? Und dann aber festzustellen, Gott ist der Richter, der mich verteidigt. Weniger, eigentlich gar nicht, weil ich irgendwas vorzuweisen hätte, was mich so in Summe dann irgendwie doch retten könnte, sondern weil er eben das, was wir Christen ja ganz hochhalten, die Bibel eigentlich darauf hinweist, Jesus genau das erwirkt hat, dass er jetzt zu Recht sagen kann, dem Ankläger Satan gegenüber, das stimmt alles, was du da über den Juni sagst, in deiner Datei, die du da schön vorbereitet hast, aber das bringt nichts, weil Jona hat mich als seinen Verteidiger, als seinen Richter, als seinen Erlöser gewählt. Und Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Mir ist Gerechtigkeit wichtig. Und Joni hat sich jetzt quasi hinter mich gestellt. Satan schweigt stille. So ein bisschen in Anlehnung an Zacharia, das in Kapitel 3. Das hat mir geholfen, dieses Richten als sehr, sehr positiv zu erleben. Ich glaube, dass wir uns selber noch viel zu wichtig nehmen. Und daraus kommt es, dass man dann eben auch entweder glauben, wir sind so toll und können andere richten, oder plötzlich denken, ah, ich bestehe nicht, weil ich bin ja so schlecht. Aber es ist immer unser Fokus. Also sind wir im Mittelpunkt eigentlich in beiden Fällen. Und es ist dieses Wegschauen, wie du sagst, ja, das Wegschauen von uns selbst und das Hinschauen drauf, dass wir sagen, Gott hat es für uns erwirkt. Und wir dürfen nicht über andere richten, weil wir dann sofort uns selbst auch richten müssten. Aber sowohl der andere als auch ich können uns auf Gott verlassen. Und er nimmt uns weg. Und damit sind wir uns selbst und den anderen gegenüber viel gnädiger. Ich denke ja auch, je mehr wir das Leiden sehen in dieser Welt, desto mehr haben wir auch die Sehnsucht nach einem Richter. Mhm. Und dass da irgendwann Gerechtigkeit herrscht. Ich meine, für uns ist es ja schon fast normal, dass wir die Katze hinter der Maus nachlaufen sehen, aber das ist ja eigentlich nicht normal. Also eigentlich ist es gar nicht so geplant, dass die Maus jetzt einfach umfällt und tot ist. Ja? Mhm. Also schon im kleinen Teil in der Natur, aber dann auch mit den Mitmenschen, die wir sehen, das ganze Leid und Elend, das hat ein Ende. Und das, je mehr wir auf das fokussieren, desto mehr sehnen wir uns auch nach dem Richter, dass endlich der Tag kommt, wo er dann auch Gericht hält. Ja. Ich glaube, das ist halt unsere, das hängt sehr stark von unserer Einstellung ab, wie ich Gott als Richter sehe. Habe ich Angst davor? Da sollte ich mich fragen, warum habe ich Angst davor? Denn der Ankläger, die Rollen sind fest verteilt, ja. Gott ist Richter, aber auch gleichzeitig mein Verteidiger. Der Ankläger ist der Teufel. Und wenn ich das Bedürfnis habe, andere anzuklagen und zu beurteilen und verurteilen, ja, dann mache ich mich zum Handlanger des Teufels. Und mache im Prinzip das Werk, was er sich zu eigen gemacht hat. Aber Gott ist mein Verteidiger und Gott ist mein Richter. Und das ist eine sehr, sehr frohe und positive Botschaft, denn ich weiß, dass der Teufel mir dann nichts kann. Mhm. Und wenn ich mich auf die Seite Jesu gestellt habe und wenn ich mich dazu bekenne und wirklich aus, also jetzt nicht falsch verstehen, nicht aus meiner Leistung heraus, aber wenn ich, in der Bibel steht, wenn wer mich liebt, der hält meine Gebote, ja, so drückt sich ja auch die Liebe aus. Wenn ich wirklich das versuche mit Gottes Hilfe, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Wenn ich natürlich ganz genau weiß, dass in meinem Leben noch ganz, ganz viele Baustellen sind und ich mir denke, naja, der liebe Gott ist schon gnädig und geduldig und barmherzig und er hat mich ja lieb und er hat mich erlöst, stimmt ja alles. Nur das wäre super unfair und Gott ist nicht unfair, wenn er dann sagen würde, naja, gut, okay, ja, die Rebellion wäre ja dann nicht vorbei. Und wenn Jesus oder wenn Gott die Welt richten wird, dann wird ja die Sünde ein für alle Mal vorbei sein. Und dann wird es vorbei sein mit Unzufriedenheit und mit Ungerechtigkeit. Und letzten Endes, so wie Esther gesagt hat, wenn wir ständig nur auf uns schauen und immer die Perspektive auf uns haben, tun wir Gott damit ein großes Unrecht, weil letzten Endes rechtfertigt sich
ja Gott vor dem gesamten Universum, dass er gerecht ist. Und es geht letzten Endes um die Rechtfertigung Gottes und nicht um meine Wenigkeit. Das ist genau die Herausforderung, ja. Wir schauen zu viel auf uns selbst. Und die Psalmen sind Lieder, die uns dabei helfen wollen, den Fokus auf Gott zu lenken. Wir haben jetzt nur drei Aspekte heute angeschaut. Gott als Schöpfer, als König oder als Richter. Ja, es gibt auch andere Aspekte. Gott als der Bündniserlöser. Gott als derjenige, der auch sein Gesetz, seine Werte vermittelt. Ja, es gibt ganz viele Aspekte, die in den Psalmen auch genannt werden. Wie können wir jetzt dahin kommen, dass wir uns tatsächlich nicht so wichtig nehmen, dass wir auch immer denken, es hinge alles von uns ab, ja, uns mehr auf Gott konzentrieren und weniger auf uns selbst. Egal, ob jetzt in die eine oder andere Richtung, Esther, so wie du es gesagt hast. Ja, ich habe immer die beiden Möglichkeiten, aber letztendlich ist der Fokus auf mich selbst und damit zum Scheitern verurteilt. Was hilft euch da ganz praktisch? Ich glaube, das, was Juni am Anfang erwähnt hat, draußen in der Natur zu sein, hilft mir schon, weil die Natur einfach so viel größer ist als ich. Und ja, man fühlt sich ein bisschen kleiner. Das ernüchtert ein bisschen. Ne? Wir müssen uns manchmal, sagt man so schön, erden. Mhm. Ja, interessanter Ausdruck. Ja, oder, wieder mal wieder uns himmeln. Einordnen. Himmeln. Himmeln. Ja. Erde, genau. Erden, Himmel. Himmel, genau. Himmel, ja. Also irgendwie. Ja, das ist ein schöner Ausdruck, ja. Wir sagen ja manchmal in der deutschen Sprache jemanden anhimmeln, ja. Und meistens verstehen wir das eher im Kontext von irgendwelchen Teenie-Verliebtheiten, so, ja. Aber vielleicht auch im Sinne auf Gott bezogen, ja. Gott anhimmeln, ja. Einfach zu wissen, wer ist Gott eigentlich? Was verdient er? Zu bekommen von uns. Ja. Er ist derjenige, der unserer Anbetung, unserer Ehrfurcht auch würdig ist. Ja, wir himmeln Gott an. Spannend. Aha. Oder eben so wie das Erden. Ja. Wir erden uns, wir himmeln uns, wir richten uns, wir halten uns. Also beim Erden ist es ja immer so, man stellt sich auf den Boden und ist so richtig geerdet. Das ist ja die Bedeutung des Wortes. Im Himmel ist umgekehrt, aber das vielleicht noch fester als das Erden. Ja, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dieses Himmeln. Das Wort gefällt mir sehr gut. Das lenkt den Blick von dir ab. Oder von mir selbst lenkt das ab. Und ich richte meinen Blick auf Gott. Und ich sehe die Welt mit anderen Augen. Ich habe eine andere Perspektive, wie wenn ich immer nur auf mich schaue. Ganz genau. Ja, also ihr merkt, das sind einfach Dinge, die sind wichtig und wir müssen uns auch immer wieder die Zeit und die Räume dafür schaffen. Es ist gut, wenn wir im Gottesdienst ganz bewusst und nicht nur gewohnheitsmäßig Loblieder singen, ja, wenn wir den Text verinnerlichen, vielleicht auch mal in unserer Andacht, ja, auch mal draußen in der Natur stehen und einfach dann zu merken, Worte sind nicht ausreichend, wir brauchen jetzt ein Lied. Ein Lied, was angemessen einfach auf das ausdrückt, was wir gerade empfinden, was antworten kann auf das, was Gott ist, was er uns schenkt. Und da möchte ich euch ermutigen, auch euch, ihr lieben Zuschauer, ja, wir leben ja in einer Welt, in der die Liebe immer mehr erkaltet. Viele Menschen kreisen ganz viel um sich selbst und die Psalmen wollen uns eben helfen, dass wir vermehrt Gott in den Fokus nehmen und nicht so sehr uns selbst. Und deswegen komme ich zurück zu dieser Anfangsfrage. Ja? Wenn ihr ein Lied schreiben würdet, so wie Asaph oder David oder andere in dem Psalm, ja, wie würdet ihr Gott besingen? Vielleicht nehmt euch doch mal die Zeit dazu, an einem Sabbatnachmittag euch vielleicht hinzusetzen, ja, vielleicht einen Spaziergang in der Natur zu machen, ganz bewusst zu schauen und dann eure Eindrücke, das, was euch bewegt, festzuhalten. Und vielleicht entsteht dann ein Gedicht daraus oder sogar ein Lied, ja, was euch hilft, euch zu erdhimmeln. Ja, also beides. Ja, zu wissen, wer ihr seid und wer Gott ist. Das will ich euch noch mitgeben. Und Esther, ich würde dich bitten, dass du mit uns zum Schluss betest. Gott im Himmel, ich danke dir so sehr für diese 150 Lieder in deinem Wort. Danke, dass Menschen vor uns Ausdruck verliehen haben, dem, was in ihrem Herzen und in ihrem Kopf vorgegangen ist. Und wenn wir das lesen, dann merken wir, das war
so viel bei uns auch nicht immer so einfach. Und es war auch vielleicht ohne Antworten momentan und einfach nur mit einem Vertrauen, einer Zuversicht, dass du es gut machen wirst, aber wann ist manchmal die Frage. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jeden von uns begleitest. Du kannst in unsere Herzen sehen und du weißt, wo wir gerade stehen und ob so eine Frage gerade in uns hallt und wir einfach diese Ausrichtung auf dich brauchen. Ich möchte dich bitten, dass du uns nachgehst, jedem Einzelnen, und uns hilfst, deine Antwort zu sehen, auch wenn sie vielleicht in unserem Leben erst irgendwo am Horizont erscheint oder vielleicht in unserem Leben auch gar nicht sein wird. Ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft und Zuversicht schenkst und dass wir wissen, dass am Ende es gut werden wird für uns alle. Amen. 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 Als Kind habe ich mich manchmal dafür geschämt, dass Gott alles von mir weiß, dass er mich immer und überall sieht, sogar auf der Toilette oder in der Dusche. Aber mit der Zeit ist es für mich der tröstlichste Gedanke geworden, dass Gott meine innersten Gedanken und Gefühle kennt. Ich weiß, ich brauche mich vor ihm nicht zu verstellen. Ich kann ihm alles sagen, weil er es doch ohnehin schon weiß. Wie ist das für dich? Hast du Angst vor Gott, weil er deine geheimsten Sünden kennt? Oder bist du dankbar, weil er dich wie kein anderer kennt und versteht? Wie wirst du auf die Nähe Gottes antworten? Willst du ihm auch nahe bleiben?